Hallo und herzlich willkommen zurück in der Zone und wir werden gleich beschossen. Okay, da wir letzte Folge ja leider etwas, was heißt wir? Ich habe ja mehr oder weniger versagt. Ja. Habe ich mich darauf entschieden, erstmal kehrt zu machen, weg vom Reaktor. Der Strelok wird uns ja nicht irgendwie weglaufen. Idioten treffen uns sowieso nicht. Ich würde sie auch nicht treffen, mit dem Gewehr auf jeden Fall nicht. Wenn wir ein paar Salven hinterhauen. Hui. So, und da werden wir auf jeden Fall weiter zurück. Wir werden uns auf jeden Fall noch bessere Ausrüstung beschaffen. Wir haben ja noch in einigen Truhen Dinge, die wir noch super verkaufen können. Ich muss mal gucken, wie wir hier durch Limansk so durchkommen. Okay. Na gut, der Milchbehälter explodiert bestimmt nicht. Oder was auch immer das für ein Behälter sein soll. Ja. Ich habe noch ein kleines Kistchen. Und ich weiß nicht so recht, wo wir lang müssen. War das hier? Was ist denn hier? Okay, gar nichts. Toll. Ach, überall verstrahlt. Ach, oh, was ist denn hier los, ey? Okay, dann müssen wir mal kurz auf unserem PDA gucken. Muss man hier ein bisschen näher. Das Mikrofon rutschen. Leinverzierung durch technische Einschränkungen. Was ist das? So, meine lieben Freunde. Ach, ja. Ja, mein Schreibtisch, mein selbstgebauter, ist gerade etwas zusammengebrochen. Ist es aber anscheinend alles heile. Tut mir leid, und da bin ich dann irgendwie wohl irgendwo drin stehen geblieben. Als mir die Tastatur auf den Schoß geknallt ist. Aber alles in Ordnung. Okay, in solchen Momenten hätte man doch gerne Facecam. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir lang müssen. Okay, jetzt gucken wir aber endlich auf den PDA. Ich glaube, meine Tastatur hat es etwas erwischt. Ich weiß gar nicht, wie wir hier zurückkommen, weil hier ist der Weg nicht. Vielleicht hier. Die 1, 2. Mal ausprobieren. Mann, da habe ich mich jetzt auch etwas verjagt. Ah ne, da stehen wieder irgendwelche LKW auf der Straße, die uns den Weg versperren wollen. Das müssen wir notgedrungen hier lang. Ah, und hier sind wir wieder bei den Raumanomalien. Mussten wir nicht dahin? Warum sind hier überall Zäune? Warum macht man sowas? Komme ich hier nicht mehr zurück, oder wie? Na, das wäre jetzt richtig bescheuert. Ah, okay, wir müssten hier durch das ziemlich dunkle Haus. Machen wir die Taschenlampe an. Mann, das wird ja heute wieder so eine Fail-Folge. Aber mehr so Real-Life-Fail. Quatsch.
Moment, die Waffe könnte eigentlich man mitnehmen. So, die verticken wir denn irgendwo, irgendwie. Ja, heute ist irgendwie so leicht der Wurm drin. Ich hoffe, ihr könnt mir da verzeihen. Was war denn das für ein Geräusch? Ah, hier lacht irgendwo noch eine Waffe. Die ist weg. Okay. Ah, hier, auf dem Fensterbrett. Ah. Und ich weiß gar nicht, habe ich jetzt das erzählt, was ich zu Ende erzählen wollte? Ich glaube nicht. Denn ich werde mich jetzt wieder auf den Weg zurück machen, um Ausrüstung zu beschaffen. Das habe ich, glaube ich, schon erzählt. Mann, ey. Ein toter Bruder von uns. Das ist ja nicht so optimal. Gewicht. Oh, Gewicht haben wir schon überschritten. Okay, dann werden wir jetzt am liebsten würde ich hier irgendwie eine Schnellreise nehmen oder so. Aber gibt es ja dagegen, glaube ich, noch nicht. Besonders müssen wir erstmal einen Händler finden. Ich glaube, der nächste Händler ist eigentlich bei den Militärlagern oder bei den Freiheitlern. Oder vielleicht schon in der Militärbasis, die wir mit den Freiheitlern erobert haben. Und waren hier nicht überall Feinde gewesen gleich? Ah ne, da rennt schon mal ein freundlicher Typ, der Привет, Сталкер. Привет. Ach ja, er hat mal wieder nichts zu sagen. Einen Führer haben wir ja leider auch nicht, der uns in die nächste Stadt bringen könnte. Finde ich schade, dass sie das nicht etwas häufiger eingebaut haben. Das wäre für das Let's Play auf jeden Fall besser. Was sind das hier? Da wir halt. Okay, ich nehme den hier weg. So. Und irgendwer hat den noch gemeckert. Okay, also sind hier noch überall Feinde. Und ich möchte hier gemütlich zurückgehen. Lasst mich doch einfach durch. Oh Mann, wir sind schon erschöpft. Ja, wir sind leicht überladen. Sage ich dazu mal. Aber wir sind ja gleich raus hier. Können in den roten Wald zurückkehren. Oh Gott. Ich bin total im Arsch. Habe ich überhaupt noch Dings dabei? Oh ja, Tatsache. Holy shit. Ah, genau, da waren ja irgendwie Minen oder sowas durch den Hinterhalt. Und ich bin da einfach mal so durchgelaufen. Super. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Echt der Wurm drin heute. Aber das habe ich, glaube ich, schon jetzt dreimal gesagt. Ich hoffe, wir kommen ja auch zurück. Freunde. Wie kommen wir hier aus Limanz wieder raus? Ach, die wollen mich doch verarschen, dass ich hier nicht wieder rauskomme, oder was? Ich muss also zum verlassenen Krankenhaus kommen. Was hier oben irgendwo ist. Hier ist das AKW. Das
eigentlich probiert. Alter, ist der derbe Abfuck gerade. Also, liebe Stalker-Entwickler, ja. Das geht so überhaupt nicht. Ja. Das ist mal derbe Abfuck. Ja, ich bin unterequipped, habe keine Ahnung von dem Spiel, weil ich es blind spiele. Und dann komme ich hier nicht zurück, um mir bessere Ausrüstung zu besorgen. Und, ey, das ist jetzt, ja. Dann müssen wir uns da wohl durchkämpfen. Unglaublich. Okay, ich habe zwei davon. Obwohl sie hat minus. Ach, sind eigentlich beide Kacke. Mal kurz gucken. Rückstoß minus 30, Feuerrate plus 15. Unterlaufhalterung. Also sind beides die gleichen. Also kann ich eine fallen lassen. Mann. Ah, natürlich ist hier wieder die Dinge respawned. Ach ja, ich wollte eigentlich. So, weg mit dem Scheiß hier. Nee, die Thunder behalte ich mal. Kann ich da irgendwie was draufbacken? So. Aber noch ein bisschen was ordentliches für die Windtores-Munition. Ach, die behalte ich jetzt auch erstmal. Absoluter Abfuck gerade. Meinerseits. Ja, ja, haltet die Klappe. Und dir steht hier wieder bloß blöd rum und guckt zu, wie ich abgeballert werde. Ach, irgendwie ist gerade bei Stalker die Luft raus, ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall extrem scheiße gemacht. Mir fallen dazu irgendwie keine Worte mehr ein. Na gut, ich hätte jetzt wohl auf der Karte gucken können, ob da ein Ausgang ist oder so. Bin ich hier richtig? Ja. Trotzdem kann das doch nicht sein, dass, ich hier richtig? Ne, ich bin da nicht richtig. Trotzdem kann es doch nicht sein, dass man da einfach, in seiner Freiheit in dem Spiel, was ich eigentlich hoch gelobt habe, dass man halt sehr viele Freiheiten hat, dass man da einfach eingeschränkt wird und jetzt nicht mehr zurück kann. Was ist doch für ein Arsch, Leute. Warum hilft mir eigentlich keiner von dieser Freiheit hier, ne Quatsch, von der Clear Sky Fraktion? Ah, mich hier mal ein bisschen unterstützen. Aber nein. Lass mal den Deppen alleine kämpfen. Ja, Leute, tut mir leid, wenn ich hier jetzt etwas die Stimmung vermiese, aber es ist nun mal so. Und ich kann nur hoffen, dass Call of Pripyat das besser macht in der Hinsicht.
Ja, mal zwischenspeichern könnte man auch mal wieder. Ach, und jetzt dürfen wir wieder durch die Anomalien laufen. Mann, ich hatte das alles ganz, ganz anders geplant. So, nun zeige ich euch mal hier Säcke. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge, denn die Zeit ist wieder mal knapp und ehrlich gesagt habe ich heute auch nicht mehr so viel Lust, mich über das Gradgeschehene aufzuregen, auch wenn ich mich zum Teil auch über mich selbst aufrege. Ach, kann ich leider jetzt nichts mehr dran ändern. Wenigstens gab es einen Lacher für euch, dass meine Tastatur mir runtergeflogen ist. Ja, tut mir leid für diese schlechte Folge. Die nächste wird hoffentlich besser. Und ja, genießt den Tag noch so gut wie es geht. Ich werde jetzt in die Ecke gehen und, glaube ich, weinen. Ja, ich werde jetzt weinen gehen und sagen, lasst es euch gut gehen. Bis zur nächsten Folge. Euer Gloho.